Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play World of Goo. Direkt vornherein, es tut mir leid, ich bin im Moment ein bisschen verschnupft, da mir der Heuschnupfen im Moment echt tierisch auf den Schweller geht und mir echt ganz schön zu schaffen macht. Und ich hoffe, dass es soweit angenehm ist und dass es machbar ist mit der Aufnahme. Es kann sein, dass bei den nächsten Folgen, die jetzt kommen, der Audiokommentar einfach komplett wegbleibt. Ich werde entweder bloß mit Musik unterlegen oder den Original-Spielsound nutzen, also seid mir deswegen nicht böse. Dann gibt es halt für ein paar Tage mal keinen Audiokommentar, wobei der ist eigentlich generell immer recht dünn, aber was soll's. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir stehen geblieben sind beim letzten Mal, aber ich glaube, wir waren bei Oda an den Brückenbauer. Sieht schwerer aus, als es ist. Fangen wir ja einfach mal an. Und gucken mal, was wir hier so machen können. Erstmal das Schild anklicken. Als die Sonne hinter den letzten Hügeln unterging, schien einer der Gubälle zu sagen, dass das Leben wie eine riesige Physiksimulation aussieht. Aber als er in die Stachelgrube fiel, wusste er, dass das wohl egal war. Gruß, der Schildermaler. Okay, arme Gubälle, die in die Stachelgrube fallen. Gut, dann bauen wir uns mal darüber. Machen das Ganze hier erstmal ein bisschen fest. So. Dann können wir hier mal anfangen, uns hier rüber zu bauen. Joa, was gibt's Neues? Wie ihr schon gesehen habt, lade ich im Moment ein paar Folgen von einem Let's Play zu Guild Wars, wollte ich gerade sagen. Nein, nicht Guild Wars, zu League of Legends hoch. Hab das ja jetzt angefangen zu spielen durch einen Kollegen, der meinte hier, ja, guck dir das mal an und das ist ganz cool, was ich jetzt natürlich auch gemacht habe. Und ja, mir gefällt's recht gut, macht auf jeden Fall Spaß und da wird jetzt, denke ich mal, noch einiges mehr kommen. Wir haben jetzt noch geplant, so eine Art, ja, wie nennt man das, nicht Let's Show, wobei es soll halt eine kleine Vorstellung werden vom Spiel generell, weil ja bei den ersten Videos, glaube ich, jetzt nicht so viel Informationen reinkamen. Und ja, seid einfach mal gespannt, was da auf euch zukommt. Und ich hoffe, dass euch das gefällt. Was kommt noch? Mass Effect 3 werde ich wahrscheinlich aufnehmen und Let's Playen. Weil das halt endlich mal auch ein Spiel ist, was ja, eine gewisse Storyline bringt, wo auch Dialoge mal zwischendurch kommen. Das heißt, man hört nicht immer bloß mein sinnloses Gefasel. Und ich denke mal, das ist auch ganz angenehm, mal für zwischendurch mal was anderes, so auch grafisch ein bisschen anspruchsvoller. Und ja, das wird auf jeden Fall kommen. Assassin's Creed habe ich jetzt ein paar Folgen aufgenommen im Multiplayer. Da wird, denke ich mal, auch jetzt demnächst noch ein bisschen was kommen. Und das sind eigentlich so die Projekte, die ich jetzt geplant habe. Mehr weiß ich jetzt leider noch nicht, was ich noch machen könnte, aber das wird sich dann, glaube ich, innerhalb der nächsten Wochen dann zeigen. Ja, machen wir jetzt hier erstmal weiter, schauen wir mal, was auf, auf dem Schild drauf steht. Die letzten der Gubälle schienen nicht zu wissen, dass sie absolut lecker waren. Noch wussten sie, in was für einer stinkenden Grube sie sich befanden. Sie sagten, dass dies der letzte Level des ersten Kapitels sei. Was auch immer das heißen mag. Der Schildermaler. Okay. Das letzte Level des ersten Kapitels. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal ein bisschen. Oh Gott, wie es mir auf den Sack geht gerade. Ich würde sagen, wir machen jetzt als allererstes die ganze Sache hier unten mal ein bisschen fest. Stabilisieren das Ganze. Oh, was hinkriegen.
dahin. Jetzt schwimmen wir darüber. Na, wird das was? Ich weiß nicht. Wir mal hinsetzen. Sondern hoffen wir, dass wir uns hier nach oben bauen können, ohne dass es wegrutscht. Ups. Ach, das hasse ich. Und auch nach oben. Scheint ja zu halten. Oh nein, nicht. Ach, verdammt nochmal. Komm schon. Ich muss doch bloß an diese komischen, sich drehenden Dinger. Ach, verdammt, warum mache ich denn immer das Falsche weg? Ach komm. Egal, Neustart. Mir total Rille gerade. So, die alle schön aufwecken. Also wenn das weiter so lange dauert, dann bezweifle ich, dass wir den ersten Kapitel hier, oder das erste Kapitel in der Folge noch abschließen können. Ich hoffe es natürlich. Wäre ja eigentlich nicht schlecht. Ach Gott, nochmal. Hör doch mal auf zu wackeln. Gerade nervt es einfach nur ein bisschen. Gut, jetzt sollte das eigentlich klappen. Sieht gut aus. Komm schon. Wir müssen uns im Endeffekt nur weit genug hier nach oben bauen, dann wird die ganze Strecke hier dann einfach hochgezogen von diesen sich an der Seite runden Teilen. Ja, genau da. Und aufwärts bitte. Neues Schild. Man sagt, dies sei der höchste Teil der ganzen Insel. Nach Sonnenaufgang kannst du ganz weit sehen, aber ich frage mich, was du sehen könntest, wenn du etwas höher gehst. Wir sehen uns, der Schildermaler. Okay, ich habe noch nie probiert, die Teile hier einfach direkt ranzupappen. Könnte ja funktionieren. Wieso fallen die hier einfach ab? Das muss ich nicht verstehen, oder? Oh, sehr schön. Das funktioniert ja. Ich hatte sonst immer die ganze Zeit irgendwas dran gebaut. Ja, das war's. Von ganz oben und mit neuen Riesenaugen konnten die Gubelle sehr weit sehen. Sie konnten in jeder Richtung neue unerforschte Inseln sehen, die voller unentdeckter neuer Arten von Gu waren. Die Spielmöglichkeiten sind sicher endlos.
Die Gubelle hofften, dass ein tapferer Abenteurer die neuen Länder erforschen würde. Sie schwebten höher und höher und wussten, dass sie nie zurückkehren würden. Ende von Kapitel 1. Und nicht bloß Ende von Kapitel 1, sondern Ende auch, Ende von dieser Folge. Oh, verzeih mir den kleinen Versprecher. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Und macht's gut. Adios.